Alexander Brilak, ich bin Fachanwalt für Arbeitsrecht und begrüße Sie herzlich zu einem weiteren Teil unserer Serie zum Mindestlohngesetz und möchte mich im Rahmen dieser Folge damit befassen, was das Mindestlohngesetz mutmaßlich für Praktikanten bedeutet wird und eben auch für die Unternehmen, die Praktikanten beschäftigen. Wir haben nämlich den Mindestlohn von 8,50 Euro nach Gesetzesdefinition auch für Praktikanten mit wenigen Ausnahmen. Ausgenommen sind lediglich die Praktikanten, die ein Pflichtpraktikum machen, was also in einer Hochschulordnung zum Beispiel oder einer Prüfungsordnung als Pflichtbestandteil der Ausbildung fest verankert ist. In diesen Fällen muss ja der Praktikant auch eine Ausbildungsstelle finden und man hat deswegen gesagt, gut, da können wir jetzt nicht den Mindestlohn fordern, sonst können die nachher ihre Ausbildung nicht absolvieren. Insofern war das folgerichtig, dass man gesagt hat, wir nehmen Pflichtpraktikas von der Regelung zum Mindestlohn aus. Die dürfen also weiterhin entweder gar kein Praktikumsentgelt oder ein geringeres als 8,50 Euro die Stunde bekommen. Ausgenommen sind dann sogenannte Orientierungspraktikas. Das sind Praktikas, wo man sagt, das will derjenige mal ins Unternehmen reinschnuppern und vielleicht auch das Unternehmen dem mal etwas beschnuppern. Die sind ausgenommen allerdings, und jetzt kommt es, nur noch für die Dauer von 3 Monaten. Also ein Orientierungspraktikum im Sinne des Gesetzes, des Mindestlohngesetzes, kann man künftig nur noch bis zu 3 Monaten machen. Und es gibt dann noch ein paar weitere kleinere Ausnahmen, die ich aber hier jetzt vernachlässigen will. Das sind so Sachen wie Leute, die erstmal an die Möglichkeit einer Ausbildung herangeführt werden sollen. Das trifft aber in den wenigsten Fällen, die mir bekannt sind, wirklich zu. Von diesen Fällen also ausgenommen, kann man künftig länger als 3 Monate kein Praktikum mehr machen, ohne einen Anspruch, umgekehrt auch für das Unternehmen, ohne dass das Unternehmen verpflichtet ist, den Mindestlohn zu zahlen. Das wird in der Praxis zu folgender Situation führen, mutmaße ich. Wir haben es ja auch jetzt schon oft so, dass Praktikanten tatsächlich gar keine Praktikanten sind, sondern Arbeitnehmer. Wenn nämlich nicht die Ausbildung im Vordergrund steht, sondern zum Beispiel, was oft bei Volontariaten der Fall ist, eigentlich eher die Arbeitsleistung, dass die Praktikanten im Grunde genommen die gleiche Arbeitsleistung wie die Arbeitnehmer in Vergleichbaren erbringen, dann ist es ja auch bisher schon so, dass diese Praktikanten Arbeitnehmer sind und damit sich in ein Arbeitsverhältnis einklagen können, wenn ihre Vergütung um mehr als ein Drittel von der üblichen Vergütung, nicht vom Mindestlohn, von der üblichen Vergütung abweicht, können Sie die übliche Vergütung nachträglich einklagen. Sie haben alle Rechte eines Arbeitnehmers wie Urlaub, Überstunden, Ausgleich, Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall. Das war bisher auch schon so. Nur viele Praktikanten haben dann eben, weil sie das ja beweisen müssen, diese Eingliederung in den Betrieb, haben die dann den Gang zu den Gerichten gescheut. Das wird in Zukunft vermutlich anders werden, denn in den allermeisten Fällen wird kein zulässiges, also keine Ausnahme vom Mindestlohngesetz vorliegen, sodass Praktikanten künftig, wenn sie denn klagen, selbst wenn sie es nicht schaffen, nachzuweisen, dass sie eigentlich Arbeitnehmer sind, sie werden immer den Mindestlohn bekommen, sodass auch das Klagerisiko erheblich geringer ist. Und das haben Unternehmen erkannt und man hat jetzt schon im Rahmen von Statistiken gesehen, dass es künftig wohl immer mehr Unternehmen geben wird, die Praktikas nicht mehr anbieten. Das hört sich jetzt ein bisschen kritisch an, aber letztlich will ja auch das Mindestlohngesetz, und das mag auch ein hehres Ziel sein, das Mindestlohngesetz will ja eben solche Ausbeutungsverhältnisse abschaffen. Das geht jetzt eben dann offensichtlich nur über so eine generelle Regelung. Im Einzelfall ist das bedauerlich, weil Praktikanten nicht mehr die Möglichkeit haben, in Unternehmen reinzuschnuppern und sich da unentbehrlich zu machen und auf diese Weise eben durch den Quereinstieg zu einem Arbeitsverhältnis zu kommen. Ja, soweit meine Stellungnahme zur Frage Mindestlohn und Praktikum. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Tschüss.